Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mache ich mal etwas, was ich bei der lieben Plumbella schon öfter gesehen habe. Die macht englische Sims-Videos und die sucht sich oft Kleidung raus aus Sims 4, die sie nicht mag und stylt sie so, dass es vielleicht doch ganz gut aussieht. Und das versuche ich heute auch. Ich habe mir 5 Teile rausgesucht und die gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Das ist unser Model. Ich habe ihr keinen Namen gegeben, ich habe sie einfach nur kurz erstellt, ihr ein bisschen was drauf geklatscht, damit sie schön aussieht. Und sie wird uns begleiten. Das ist das erste Teil, was ich hasse, was ich umstylen möchte. Dann dieses Kleid, das nervt mich auch hardcore. Dann dieses Kleid, dann dieser Rock, I guess. Und zu guter Letzt diese Hose. Es gibt natürlich noch mehr Teile, die ich halt nicht so cool finde. Aber das ist jetzt so erstmal das, was ich auf Anhieb gefunden habe, wo ich mir dachte, nope, girl, warum existiert das in diesem Spiel? Und ich denke, wir beginnen jetzt einfach mal direkt, das umzustylen. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich das kaschieren möchte. Also ich würde halt anfangen, ihr irgendeine Frisur zu geben, die vielleicht ein bisschen länger ist, sodass man vielleicht nicht so viel davon sieht, so, you know? Also ich meine, das geht jetzt alles halt in ihre Büste rein, das ist halt nicht so. Ich möchte halt was halt so ein bisschen ablenkt von dem, was hier halt als Oberteil so passiert, so. I guess, das lenkt schon ganz gut ab. Also zumindest geht es halt gut drüber, so. Das ist halt eine Sache, die würde ich halt auf jeden Fall gerne austesten. Und ich gebe hier einfach mal so eine Haarfarbe. Ich meine, wir können das ja pro Outfit immer ändern, aber das gefällt mir schon ganz gut so. Dann, was noch ablenken könnte, wäre vielleicht einfach eine Kette, eine etwas längere, die halt dann auch etwas ablenkt. Das hier finde ich gar nicht schlecht irgendwie. Es lenkt jetzt nicht so dringend ab, aber irgendwie passt es. Und wir können natürlich auch die Farben ändern. Wir können ja irgendwas nehmen, was vielleicht nicht so, you know. Also mir gefällt halt auch einfach der Schnitt und so nicht. Aber wenn wir jetzt einfach irgendeine Farbe nehmen, wie das hier zum Beispiel vielleicht. Und dann gucken wir, was man vielleicht an Hosen machen kann oder Röcken. Man könnte ja irgendwas mit Muster nehmen oder so, weil das könnte ja auch ganz gut ablenken. Ich finde das hier irgendwie gar nicht schlecht, weil irgendwie die Aufmerksamkeit dreht sich dann halt mehr um die Hose und dann wirkt es schon gar nicht mehr so schlimm, dass dieses Oberteil da so ist. Und dann passende Schuhe dazu. Also ich finde, die passen dazu. Also so finde ich es eigentlich schon gar nicht mal schlecht. Die Zeit dann, glaube ich, sogar so lassen. Ging tatsächlich schneller als erwartet. Das finde ich aber ganz gut. Also wenn es so ist, gefällt es mir auf jeden Fall schon mal besser als das Oberteil an sich. Aber so gestylt ist es okay. Gehen wir weiter zu dem Kleid. Da muss ich erstmal gucken. Es ist halt sehr elegant so, ne? Deswegen muss ich halt gucken, dass ich irgendwas an Frisuren finde, was halt auch eher in elegante Richtung geht. Ich habe mich jetzt einfach mal hierfür entschieden. Ich finde das eigentlich ganz gut, weil das bedeckt das halt auch so ein bisschen und macht das halt so ein bisschen weniger auffällig, finde ich. Man könnte ja auch hier halt zumindest so einen Choker oder so drum machen. Vielleicht sowas in die Richtung. Und dann können wir natürlich auch nochmal hier eine andere Farbe wählen. In Rot finde ich es zum Beispiel schon gar nicht mehr so bad. Deswegen könnte man das einfach in Rot nehmen und dann könnte man ihr Armbänder oder so geben. Oder was auch ginge, wäre halt eine Jacke. Oder halt, finde ich gar nicht mal schlecht. Ich glaube, ich würde sogar das hier dann nehmen. Irgendwie hat das was. Vor allem, weil das dann irgendwie, es soll zwar nicht so sein eigentlich, aber irgendwie hat das was, dass dann hier das auch, weiß nicht, Eva, ich glaube, ich nehme das. Und dann würde ich halt irgendwie, wäre das too much? Ich glaube schon. Aber dass man halt einfach irgendwas runterzieht. Und dann die dazu. Ich glaube, das finde ich gar nicht schlecht. Also ich bin irgendwie Fan davon. Kommen wir zum nächsten Kleid. Ich weiß nicht, ich glaube, da würde ich halt auch gerne Jacke drüber ziehen oder sowas. Und als Frisur schlage ich halt sowas vor. Genau. Und auch hier würde ich halt eine Kette tragen. Das finde ich eigentlich ganz interessant so. Und dann halt einfach irgendwas Schlichtes als Schuh. Der ist schlicht genug, denke ich. Also er ist nicht unbedingt schlicht, aber er passt gut dazu, finde ich. Und ich finde, so kann man das dann doch ganz gut tragen. Also da bin ich dann doch mehr der Fan davon. Dann geht es halt weiter mit diesem Rock. Da ist eigentlich relativ egal, was ich halt für Haare nehme. Aber ich denke, am ehesten würde ich da jetzt einfach mal einen Zopf nehmen oder so. Das hat irgendwas. Irgendwas gibt mir so einen Vibe, dass es das irgendwie angenehmer macht anzusehen. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwie, ich glaube, es lenkt einfach ab, dadurch, dass es halt Streifen sind. Dazu würde ich einfach diese Converse nehmen. Irgendwie hat es was. Könnt ihr vielleicht noch Socken geben? Irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie gefällt mir das so. Also, es ist irgendwie, ist es ästhetisch und irgendwie nicht und irgendwie finde ich es cool. Könnt ihr mir sagen, ob das normal ist, dass ich das cool finde?
Zu guter Letzt kommen wir zu dieser Hose. Und da habe ich schon die Überlegung gehabt, ich habe ja hier irgendwo diese Umhänge-Dinge. Und dann würde ich halt davon eins erstmal nehmen. Gibt's noch. Es gibt nicht mal eine andere Farbe. Wow. Dann gucken wir mal, was wir mit den Haaren machen. Irgendwie macht es das besser. Ich weiß nicht hundertprozentig, wieso ich das so sehe, aber irgendwie gibt es so einen Vibe, den es so von sich bringt. Und irgendwie gefällt es mir. Ja, ich würde es einfach so lassen. Dann sind wir auch schon durch. Wir gehen nochmal durch, was wir halt alles hier rausgefunden haben. Also das ist Outfit Nummer 1. Finde ich gut. Outfit Nummer 2 finde ich mega geil. Ist, glaube ich, mein Top-Outfit. Ich weiß nicht. Also ich finde es einfach geil. Dann das hier. Also bin ich ganz zufrieden. Jetzt ist nichts krass Besonderes oder so. Aber ja, so akzeptiere ich dieses Kleid schon eher. Dieses Outfit, was ich halt einfach mega cool finde irgendwie. Und dann halt zu guter Letzt das hier, was ich auch richtig geil finde irgendwie. Also krass. Ich hätte nicht erwartet, dass ich jetzt so gute Sachen aus meinen Hasssachen rauskriege. Ihr müsst mir unbedingt schreiben, was ihr von den Outfits haltet, welches euer Lieblingsoutfit ist. Zu guter Letzt möchte ich euch doch einmal sagen, ich habe nun eine Outro-Musik und der Twitter-Account von der Person, die das erstellt hat, ist in der Beschreibung verlinkt. Da müsst ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ich finde es sehr, sehr cool und ich hoffe, ihr findet es auch cool. Guckt auf jeden Fall vorbei und lasst liebe Grüße da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss!